Kenzie und Shengis. Ach, das, da kann Drew wieder. Und, genau, Team Rot mit Yoshi und einem Charakter, den ich tatsächlich selber nicht kenne. Das tut mir leid. Aber ihr seid aber wahrscheinlich die größeren Experten. Aber auf jeden Fall direkt schon von Anfang an heißt er. Genau, ein bisschen hier wieder die 1v1-Aufteilung. Die jetzt ein bisschen durchbrochen wird. Und Beißel haut einfach mal. Das heißt, Vorteil für Blau und Capri schon bei 130%. Das heißt, Vanya und Beißel gegen Capri und Blue. Das steht in der Falle. Ganz schlecht. Und Rot jetzt schon jeweils einen Down. Vanya der einzige noch mit 3 Stacks. Und Vanya zum ersten Mal raus. Kriegt Druck in den Karibien? Ja, kriegt er hin. Und ist jetzt aber doch raus. Das heißt, weiterhin Vorteil für Team Blau. Ah, das sah unlucky aus. Capri raus. Beziehungsweise noch mit einem. Und damit haben wir das 1v2 zwischen Rourke und das war's dann an der Stelle. Erste Runde geht damit an Team Blau. Das Dakan-Duo. Ja, spannende Sache. Team Rot. Direkt am Anfang ein Stack Down, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, schauen wir mal, wie das in der nächsten Runde aussieht. Kriegen sie es noch hin, sich in die dritte Runde zu retten? Und ja, es wird spannend. Yoshi, Harry. Ach, Harry heißt der Kollege, jetzt weiß ich es auch. Alles klar, diesmal komplett in Rot, um Verwirrung vorzubeugen, nehme ich mal an. Und weiß wieder direkt wieder hochzukommen. Und er schafft es noch. Yoshi mit der starken. Genau, und Rock mit dem ersten Down. Halten sich aber jetzt etwas länger als anders aus. Und damit der eindeutige Vorteil für Team Blau, wollte ich gerade sagen. Jetzt aber Beißel auch raus. Und Vanya schon bei über 80%.
weil der ausgeglichen hat, also der alte im ersten. Oh, das sah unglücklich aus von Urok. Oder okay. Das heißt jetzt doch deutlichere Vorteile für Team Blau. Allerdings rennen ja auch schon bei über 170% kann den Stuff halten. Und das war jetzt der Strike für Vania. Und jetzt das 1v2. Und das wird natürlich jetzt schwierig für Kapi, da irgendwie durchzuhalten. Wird natürlich jetzt auch von beiden Seiten belagert. Ja, und das war's an der Stelle. Zu zweit jagen sie ihn da nach unten. Und damit geht das Game an Team Blau, das Duck Hunt Duo, Weißel